Wo sind deine LP hin? Du, frag nicht. Da musst du Riot fragen. Da musst du Riot fragen. Wir wurden leider sehr, 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 sehr viel geintet. It is what it is. Ist jetzt eigentlich auch nicht so das geilste Seraphine-Game. Wir haben nur Renekton als Melee. Mal schauen. Minions have spawned. Not sure where I'm going. Can't wait to find out. Ich habe seit den Nerfs habe ich noch nicht einen Smolder Midlane gesehen. Würde eine Riot-Figur bei einem Drittanbieter bestellen und denkt jetzt, was Risiko? Meinst du diese kleinen Dinge oder die großen? Don't mistake me for my lyrics. Weil die großen werden meines Wissens nach sogar von einem Drittanbieter hergestellt sogar. Also einfach lizenziert. Jetzt wieder gestartet, ne? Oh, ein bisschen Angst gehabt, dass sie mich anflasht. Schöner Trade. Sind die Base schon mal basen? Mana technisch sieht das hier etwas mager aus. Wo ist die Jinx hin? Hä? Ist sie hier Base? Was ist das? What? Die ist einfach Base gegangen, die Jinx, auf der Wave. Okay. Mann, Karl hat sie. Stabiler Recall, den nehmen wir mit. Top Lane Solo Bolo. Red ist Mitte, dann gehen wir wieder Bot. Gotta find the rhythm in the chaos. Da passiert nichts. Morel könnte sogar einen Long Run machen. Hear the world in my voice.
Ja, die stoppt ihre. Hatte ich mir schon fast gedacht. Die Jinx verliert jetzt halt ultra viel dafür, aber. Halt ein Kill auf Karthus, ne? Und die verliert schon sehr viel hier, die Jinx. Oh, der hat nicht gehittet. Wieder zwei Kills für Karthus. Ich hätte auch für die Jinx gehen können. Aber dann wäre ich halt hundertprozentig tot gewesen. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht überlebe. Aber der macht auch jedes Mal das gleiche, der Karthus. Und das funktioniert halt einfach. Der Karthus hatte an genau der gleichen Stelle letztes Game den. Den Bart getötet. Und der nächste Kill für Karthus. Ja, das ist zu einfach. Das ist zu billig. Das ist zu billig. Und der nächste Kill für Karthus. Und damit ist das Game wieder vorbei. Naja, nicht so schlimm wie letztes Game, aber. Der ist schon wieder 6-1, der Karthus. Da haben wir noch einen Renekton, der hart gewinnt. Ich bin auch sehr gut dabei. Mal gucken.
Okay, let's go. Schmeckt. Wir scalen eigentlich nicht schlecht, würde ich sagen, das Game mit Senna, Seraphine, Renekton. Können wir, glaube ich, sehr viel machen. Mein Damage ist schon not bad. Mit Blackfire Torch. Der wird jetzt halt Bot weggedived. Keine Ult. Okay, Rell moved Mitte. Dann sind wir sogar fein. Das hat funktioniert, ja. Unser Smolder 100. Jetzt haben wir ein dicker Sonias Engel als das gegen Zed Kartus Ult alleine. Okay, Bruder, wie schnell bist du denn? Wir müssen mal Renekton spielen. Er hat einfach 400 Movement Speed nur fürs Existieren, das ist schon krass. Ich habe jetzt auch TP, das heißt, wenn die nochmal versuchen, auf den Renekton zu committen, dann kann ich dahinter TP, wir können das vielleicht hören. Schade. Oh, wichtig. Wichtig. Jede Karte, die ins Nichts geht, ist extrem gut für uns.
Na, Smolder hätte mit uns einfach Tower hitten sollen. Das wäre zehnmal besser gewesen. Midlane Tower für Botlane Tower zu traden wäre übel gut gewesen. Seraphim Gaming, Baby. Wir haben jetzt auch Archangel, das ist auch nochmal huge. Unserem Smolder 170 Stacks, not bad. Even in my dreams, I hear them sing. So richtig Respekt muss ich eigentlich nur von dem Set haben, ne? Der Rest ist so, whatever. Einfach nur respekten müssen. Der Renekton hätte einfach nur respekten müssen. Ich darf nicht diese seitlichen Bewegungen machen. Wenn ich im Jungle bin, die haben 1, 2, 3 Champions, die mich runterrennen. 4 Champions, die mich runterrennen wollen. Und mit einfach nur den Renekton sterben lassen, ist das fein für uns. Ich darf da nicht so versuchen, ihm noch zu helfen. Das ist immer... Als Seraphim ist es immer schwer, weil man hat halt einfach einen Champion, der dafür da ist, zu helfen. Aber man darf trotzdem kein Helfersyndrom entwickeln. Wir haben Top T2 gekriegt, wir hätten Mitte wahrscheinlich einen Fight gewonnen, das war einfach zu much von mir. Das war zu much. Okay. Ding ist, ich kann mich halt auch nur so begrenzt peelen mit meiner Ult. Wenn die Gegner schon in meinem Gesicht stehen, bringt mir die Ult nicht so viel. Andere kann ich sehr gut peelen mit meiner Ult. Outside my
Ja, das war natürlich wieder ein Geniestreich von unserem Team. Botlane zu moven. Smolder hat leider keine Ult gehabt. Mit Smolder Ult wäre das ein Ace gewesen. Er hat Toplane für 5 Minions geultet. Oh, schade. Oh, das hat er leider auch krass missplayed. Da hat der Smolder gerade das Game in der Hand gehabt. Aber jetzt leider. Hat's leider weggeworfen. Boah, wir können nicht nashen, oder? Wir müssen top killen. Ja, wir müssen nashen, aber es ist, glaube ich, too late, ehrlich gesagt. Karthus Bot? Okay. Cities have songs. Zahn and Tiltover sing together in a dance. Drei Top. Ah, Botlane kriegen wir, glaube ich, nichts geschissen, oder? Oh, shit. Schädiger Damage.
Ich habe so gezockt, aber leider egal. Boah, da sind wir einfach so krank in die Jinx-Resets reingelaufen. Das hätte unser Finish werden müssen. Easy. Aber da haben wir leider alle reingechoked. Also, eigentlich hauptsächlich mein Team. Ich muss sagen, ich habe das klasse gespielt. Gut, jetzt ist die Jinx auch arschfett. Das war ein easy Finish, Engel, glaube ich. Naja. Kann Bot TP'n, maybe. Ist das ein Play? Ich glaube, das ist kein Play. Nein. Nein, Dicker, das hast du nicht verkackt gerade. Du hast einfach nicht Ult gedrückt. Er war einfach ein gieriger Bastard, der nicht ulten wollte. Und jetzt intet Smolder auch noch. Und jetzt haben wir das Spiel verloren. I can't. I fucking can't. Master ist wirklich die Hölle. Kannst du mir sagen, was du willst? Diese Elo ist die Hölle. Ist einfach die Hölle. Ja, er wollte einfach nicht Ult drücken. Jetzt nehmen wir Drake. Na gut, wir haben immer noch. Unser Team ist so OP, wir haben immer noch einen Fight. Wir kriegen immer noch einen Fight. Aber wir müssen halt es mal wirklich schaffen, einmal nicht krass zu inten. Das wäre wirklich gut. Wir müssen mal schaffen, konsequent eine Sequenz nicht runterzurennen. Kriegen wir nicht hin, leider. Kriegen wir nicht hin. Das ist Nash für uns. Aber wir haben keinen Jungler, ne? Okay, Guys, jetzt, come on. 2 gegen 5. Das können wir gar nicht verlieren. Warum finishen wir nicht Mitte? Warum sind 2 Bot, Guys? Geht doch. GG's. Boah. Das war aber auch wieder ein Krampf, muss ich sagen. Das war ein Krampf. Aber wir haben es gewonnen. Stellt keiner mehr Fragen. Ein Win ist ein Win. Nehmen wir mit.